Herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Ihr seht an den Blättern, es ist langsam Herbst. Unsere heißgeliebten Forellenbäche machen zu. Da bleibt nur eine Möglichkeit. Ein Buch ziehen, ein paar Forellen knüppeln. Du wolltest Forellenangelteich sagen, aber es ist nicht so wild. Leute, wir sind, da hat auch jeder Angeln angefangen. Ich habe da Angeln gefangen, mit dir haben wir früher, vorher waren wir Schwarzangeln, da haben wir Forellenangelteich angefangen. Du hast mir auch erzählt, deine ganze Kindheit war Forellenteichanlagen. Wir haben so mal wieder Bock, jetzt nach 2 Jahren Spinnfischen, Fliegenfischen an den Bächen, jetzt mal wieder schön in die Forellenteichanlage zu gehen. Hier waren wir noch nie, sind gerade schon rumgegangen, richtig dicke Forellen gesehen. Natürlich ist es pay to win, ist klar. Das ist logisch. Aber ihr kennt ja diese ganzen YouTube-Kanäle, die sich trotzdem eine riesen Wissenschaft draus machen. Aber ich muss hier den Spoon nehmen und das machen, um hier besser zu fangen. Haben uns bis jetzt immer lustig gemacht. Aber tatsächlich, letztes Mal brauchte ich einfach ganz schnell 2 Forellen für die Omi zum Mittagessen. Hab gesehen, dass mein Nachbar am Angelteich deutlich mehr gefangen hat. Deswegen haben wir uns 3 verschiedene Ködermodelle genommen und werden heute testen, was am besten am Forellenteich hängt. Was haben wir für verschiedene Ködermodelle? Das, was wir am meisten gemacht haben, worauf ich heute, muss ich sagen, am meisten Bock hätte, war... Also, was haben wir für verschiedene Ködermodelle? Wir früher, in unserer Kindheit, war am geilsten. Ja, Naturköder. Ja, wir haben Bienenmann gestern gekauft, Mutti wieder schön abends am Kühlschrank aufgeregt, haben Taube immer gekauft, ich habe Powerbank gekauft. Alles, volles Programm. Wir sind super Naturköder dabei, ich hatte einfach so Bock. Wir haben hier das Wohnmobil von Wittes dabei, da sind 2 Stühle, mich hinzusetzen. Und dann diese Pose geht unter, ich bin ja Fliegenfisch, das ist wie Wissens gegangen. Da hatte ich heute am meisten Bock drauf, was ist dein Ding? Und es gibt noch Metall, also Spoons hast du uns mitgebracht, wer auch immer sie bekommen darf. Ich habe verschiedene Spoon-Modelle dabei, denn wir haben bald den Versand der nächsten Blätterforellenbox. Und da wollen wir natürlich die besten Köder dabei haben. Also haben wir verschiedene Spoon-Modelle dabei. 1 Spoon kommt rein, das kann ich schon mal verraten. Und welcher wird der sein, der heute am meisten fangen wird? Und ganz ehrlich, ich habe gerade gesehen, wie hier der Satzlast dabei gekippt wurde. Ich glaube, ja, da ist deine Naturköder, sind da nicht so wichtig. Und das dritte, wir haben natürlich Gummis Hardbaits auch dabei. Ich glaube, die Forellen haben wir nie so High-Quality-Köder gesehen, das heißt auch einfach beträumen. Die Frage ist halt, sind wir uns schon einig, ich würde Naturköder fischen, ne? Und was ihr macht? Ja, Digga, aber ich sag's dir ganz ehrlich, ich will Naturköder fischen. Ich will mich jetzt nicht in einen Streit einmischen, dann würde ich sogar die Spoons nehmen. Weil wie gesagt, der Satzlaster ist vor einer Stunde gekommen. So schlau sind sie noch nicht. Ich würde sagen, ihr bettelt euch einfach, indem ihr Liegestützen macht. Liegestützen? Auch ja, oh, können wir nicht wieder Steine flippen machen? So wie in Slowenien, das war besser. Wir erinnern hieran. Ja. Du hast keine Chance. Digga, Colin! Du hast gesagt, du kannst das. Das liegt hier an dem slowenischen Wasser. Liegestützen könnte viergestuell sein. Meinst du? Digga, ich bin 2 Jahre jünger, aber wir zählen die doppelt. Ja, Mann, ich und Colin. Ist aber gerade Pubertät, jetzt hier Hormone ohne Ende. Du hast einen Schlüsselbeinbruch. Das heißt, wir können auf jeden Fall Liegestützen machen. Okay, was glaubst du, wie viel schaffst du? Ich sag 16, du? Ja, ich weiß nicht. Aber er hat halt riesige Brüste. 5? Mal schauen. 7? Das ist schon eine saubere Ausführung. Kann man nicht meckern. 10. 21. 23. 23. Ja, ich sag, kein Problem, kann ich mitmachen. 4. 39. 40. 41. Na, 40, Digga. 40 schaffe ich nicht. Sag ich dir ganz ehrlich. Ey. Bruder, Respekt. Ja, war gut, Digga. Hätte ich nicht gedacht. Oh, Junge, ich sollte heute jetzt an den Teich gehen. Es gibt hier verschiedene Teiche, wo nur die 200 Gramm Forellen sind. Mehr krieg ich nicht erdrillt. Boah, okay, guck dir den Arsch an. Aber echt auch eine sehr stabile Ausführung. Das Ding ist, Leute, Vitti ist Eishockeyspieler. Ah, fuck. Und es ist gerade in die neue Saison losgegangen. Es braucht immer genau 2 Wochen, bis sich Vitti irgendwas bricht. Es war jetzt, glaube ich, schon 4 oder 5 Mal das gleiche Schlüsselbein, 14, Arme, 15, Beine, alles 16, gebrochen. Deswegen, er ist deutlich älter, als er aussieht. 19. Kämpfer. Alter. Ja, darf man das? Ja. 30, 31, 32. Ach. Yes! Aber ich hab kämpft, ich möchte nicht sagen. Alles gegeben. War schon auch strong. Dafür, dass du schon lediert bist. Jetzt bin ich gespannt, Felix. Ich gebe dir 10. Nee, der ist jetzt krass im Gym so. Echt kreativ. Aber wie mehr als 22 wird trotzdem Anabol und Steroide. Ja. Was soll das sein? Generell, guck dir diese S-Form an von dem Körper. Felix, willst du abheben? Ja, was sagst du zu der Form? Ja, Ausführung geht schon stabiler. Es ist, 29 Videos würde ich schon schaffen. Ja, aber das sieht vielleicht nicht 22. Oh, nee, Videos habe ich nicht. Okay.
gekämpft. Wie gesagt, er ist ja noch ein Baby. Naja, man darf. Okay, das bedeutet ja aber, ich darf als erstes aussuchen, du als zweites, du als drittes. Ja, er fischt es gut. Es tut mir leid, Leute, ich muss einfach, ich muss den Naturköder. Ich habe da so Bock, wenn die Pose untergibt. Ich werde Naturköder fischen. Du darfst dir aussuchen, was du willst. Ja, nee, ich entscheide einfach mal für ihn. Er fischt Spoon. Ja, passt, Digga. Also genau das, ich was ich fisch Kunstköder. Lass uns mal alles fertig machen. Und dann sind leider schon ein paar andere Angler da, noch den besten Spot suchen. Und dann geht's los. Ich bin richtig heiß. Let's go. Okay, wir sind jetzt hier, haben uns eine gute Stelle ausgesucht. Immer kann ich einen Tipp geben, meine Fremdpufferfahrung. Da, wo der Einlauf, also das Rohr, in den Puff reingeht, ist immer am besten. Da sind immer die meisten Fische, weil da kommt Sauerstoff rein. Hier sehen wir es auch Wulen an der Oberfläche. Ist so geil, in einem Angelteich zu stehen und Tipps zu geben, wie man angelt. Das ist so witzig. Aber egal, ich habe ja Naturköder. Ich habe einmal Taumwurm, Leute. Ich habe einmal Biegenmann. Ich habe einmal Powerbait. Und ich fühle mich unfassbar siegessicher damit. Und vor allem hier dieses dicken Tauwärmer, es ist einfach so geil, das riecht so gut. Es erinnert einen an seine Kindheit. Andere erinnern sich, wie eine PS4 riecht, nicht wie ein Tauwurm riecht. Oh, da hat sich gestern noch mehr bewegt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, okay, glaub, dann wird sich jetzt erstmal hier so ein Gummi anbieten. Das ist, glaube ich, hier so ein schöner Köder hier. Ja. Tun wir jetzt einen schönen Jig drauf. Ich weiß nicht, was das hier anbietet. Ganz flach hier, ich glaube so 3 Gramm. Ja, schauen wir, okay, was ist hier. Das sieht gut aus. Siehst du, wie Colin im Hintergrund schon seine Fische spottet? Ein Asian-Dose. Das ist doch perfekt. Also, Forellenpuff, Fische dumm. Das ist mir viel zu natürlich. Keine Ahnung, so ein Grün. Dann, hier die beiden gefallen mir schon besser, aber ich habe keine so leichte Route, deswegen werde ich mich mal für den entscheiden. Der ist schön neonorange. Auf der Rückseite sieht man nicht. Goldglitzer. Ich will nicht unterbrechen. Ich denke, der könnte es werden. Ich will nicht unterbrechen, aber... Ich hatte irgendwie andere Würfel geraubt. Das ist auch eine Taktik. Kannst du mal in die Kamera halten? Doppelkarabiner. Aber ich habe eine schwere Route, das heißt, mit einem Doppelkarabiner und so einem leichten Spoon kann ich vielleicht sogar auswerfen. Okay, Leute, kriege ich es noch hin, eine Posenmontage zu bauen? Kindheitserinnerung ist ja eigentlich wie Skifahren, verlernt man nicht eine Posenmontage bauen. Aber ich scheitere schon daran, diese Packung zu öffnen. So. Müll direkt in die Natur, denn Vögel müssen ja auch was zum Nester bauen brauchen. War ein Spaß, Leute. Natürlich alles gleich aufgeräumt. Aber ich mache mir jetzt erstes mal einen Schnurstopper dran. Die sehen auch sehr speziell aus. Also wir haben hier gestern echt eine absoluten Eile, weil wir gestern noch ein Buchenvideo gedreht haben, eingekauft und echt komisches Zeug gekauft. Aber Schnurstopper ist drauf, das Wichtigste an oberster Stelle. Und dann kommt die Pose. Die ist hier zum Glück schon vorbebleit. Sogar mit Knick. Ja, mei. So, jetzt läuft's wieder. Die ist hier zum Glück schon vorbebleit. Ja, mei. So, kommt hier rauf. Wird perfekt gestoppt durch den Stopper. Dann machen wir uns nur noch ein Karabiner oder wie wir heute haben, ein Doppelkarabiner dran. Und unten dann direkt noch so einen Fertighaken. Und dann werde ich wahrscheinlich mit Taubum oder Bienenmarder anfangen. Ich werde jetzt hier mal meinen ersten Wurf versuchen. Spot ist Forellenweiher. Ich glaube, es sind überall Fische drin. So, hier erstmal muss ich erstmal ein bisschen hier enthellern, dass es auch gut geht hier. Sonst wird das hier nichts. Hier, wie man sehen kann, ein ganz normaler Angler am Forellenpuff. Und hier Alter, Colin Ketchup. Dieser Sessel ist ja geisteskrank entspannt. Oh mein Gott, ist das schön. Ich habe meine Pose draußen, genau wie ich wollte, Leute. Das ist einfach perfekt. Und hier muss er sich mit Spoon hier einen abwedeln, wie beim Meerforellenangeln. Dir reicht es ja auch nicht, dass du schon an einem Teich angelst, wo alles voll mit Fisch ist. Muss auch noch auf einem Campingstuhl sitzen. Wie kann eine Person so faul sein? Ist das schön. Oh! Da war der erste Fisch, Leute. Da war der erste Fisch. Seht ihr es hier? Siehst du den Fisch? Siehst du die krumme Route? Siehst du das? Ist egal, ich hab auch einen. Und? Jawoll, das ist der erste. Doppeldrill. Machen wir Doppelkescher? Ja, Doppeldrill. Okay, Vittus, wir brauchen Kescher. Vittus! Oh, ich hab eine Bachforelle, Vittus. Wie heißt du, Felix? Eine Bachforelle. Danke, du hast nach 4 Jahren Freundschaft meinen Namen damit. Aber ich bin einfach Fliegenfischer Pro Max. Ich fange am Puff eine Bachforelle. Die Regenbogen ist ganz im Puff. Ja, Mai, bitte, bitte Doppelkescher. Ja, leider, guckt es euch an. Schon tot. Die erste Forelle. Ungefähr 50 Gramm. Aber Bachforelle. Wunderschön hier im natürlichen Bergbach. Oder Witti wie früher immer? Na klar. Nee. Heute wird schön Fleisch gemacht. Jawollo. Ich muss aber sagen, diese Spoons, die wiegen nur so aus der Better Fishing Box, die wiegen nur so 2 Gramm oder so. Aber die schmeißen sich echt gut, Alter. Kann richtig dabei mit werfen. Meine Vermutung ist allerdings, man muss die richtig langsam einholen.
Ich glaube, die Forellen hier sind so vermastet, dass die gar nicht schnell schwimmen können. Das ist meine Einschätzung. Ich hab sie. Da, alles voll. Sie kommt. Sie kommt. Ja. Oh. Ja, moin. Ja, hallo. Schöne Bachforelle. Ja, die ist wirklich schön. Ja, die ist echt schön. Durch die Golde. Check. Dankeschön. Gönnst du mir sogar? Boah, also ist klar, so ein Bar. Okay, Leute, nächster Wurf. Da war ein schöner Stieg, habe ich gerade gesehen. Von einer Bachforelle, die sich eine Maifliege. Ich bin in den alten Gefilden bin ich zurückgekommen. Warum stehe ich auch überhaupt? Ich habe meinen geilen Sitz hier. Mitty, weg von meinem geilen Platz. Da ist einer. Jawoll. Ach, schöne. Jawollo. Kescher. Oh, die ist gut. Jawollo. Da ist die nächste, Leute. Perfekt. Die zweite für Naturköder. Wie viel hat irgendein anderer Köder schon? Ich glaube, Janne, hast du schon eine gefangen? Ha, jawoll. 2-0. Digga, 2-0 sagt er, wo ich gerade 2 Forellen gefangen habe. Das ist wirklich so bodenlos schlecht, Alter. Was ist los? Ich dachte, die sind hier so voll ausgestattet. Digga, ich fische einen Hechtsnap. Und hätte mir Colin wenigstens Bescheid gesagt, ich soll mal so ein paar geile Forellenköder mitgebracht, dann hätte ich eine geile Box mitgenommen. Aber nee, jetzt zieht euch mal die geile Box hier rein, Alter. Was das für eine Frechheit ist, Alter. Alles dieselbe Farbe und alles kaputt. Du wurdest verarscht. Ich wurde einfach komplett verarscht, Alter. Kein Wunder, dass er Kunstköder fischen will. Naturköder, sorry. Mütti ist sauer auf mich. Kann nichts dafür. Warum ist gar nichts dafür? Ich kann wirklich nichts dafür. Natürlich. Warum denn? Hättest du mir Bescheid sagen können, dass ich meine Sachen mitnehmen soll, aber... Ja, wirklich, aber mindestens. Nee. Er hat alles dabei. Du bist ein Ranzköder, sind, hat er nicht gesagt. Na, mindestens 200 Köder dabei. Er kann wirklich die größte Variation fischen. Er kann Hardbaits, Gummis, alles mögliche fischen und beschwert sich. Ihr habt die Boxen gesehen. Ich wollte nur anmerken. Okay, Felix hat da gar keinen Spot erkundschaftet. Er hat richtig dicke Dinger. Wir sollten jetzt hingehen, okay? Ja, vielleicht klappt es bei denen besser. Oh, Vitus, deine Ruhe hat sich ausgezahlt. Oh, schaut euch mal das an, Alter. Alter. Jetzt der. Das ist hier voll mein Leben gerade, Alter. Das ist hier richtig geil. Komm mal ran hier auf den Meter, Alter. Und? Jawohl! Hedwig! Fettes Teil. Wunderschön, so wie wir sie kennen, aus dem Puff. Allerschönsten Flossen. Aber naja, wir wollen uns mal nicht beschweren, ne? Spoon. Ja, die ist big, die ist richtig groß. Das Spoonboy. Wenn die abgeht, habe ich halt 20 Euro mehr. Eigentlich ganz nice. Weil die ist echt teuer. Kann mir irgendwann mal einen Kescher geben? Kescher! Ich glaube, es ist eine Seeforelle. Aber ich muss ehrlich sagen, so Puffforellen als Seeforellen zu bezeichnen, finde ich halt traurig. Na, ja, okay, bro. Also sie hat es wirklich weginhaliert. Das sieht auch echt geil aus. Sie hat zwar keine Flossen, aber man. Digga, die sieht aus. Alter. Colin geht die ganze Sache auch ganz entspannt an. Wie sieht's aus? Ich sag's euch, Leute, die Großen hier, wir haben gerade Teich gewechselt, die sind klüger. Die beißen nicht einfach so. Ich gucke jetzt schon seit 2 Minuten auf meine Pose. Ja, krasser wie Fliegenfischen am Gebirgsbach. Du musst einfach geduldig bleiben. Das kann ich aber nicht. Mann, das nervt mich jetzt. Also, ich will ja nichts sagen, Colin, aber... Also, Colin war am Anfang so übelst optimistisch. Wer hat ein Biss? Oder nicht, Job. Colin war ja am Anfang so übelst optimistisch, hier nachdem er seine Liegenschüsse weggeflext hat, dass er gewinnen wird mit seinen Naturködern. Bis jetzt springen die Forellen vor ihm rum, wie man hört, aber fangen tut er sie nicht. Fühl ich mich jetzt produziert oder was? Promoziert! Ja, bin ich überhaupt nicht produziert, Leute. Ich denke mir einfach nur, die Jungs haben gerade 2 Fische gefangen, sind schon mal 40 Euro los. Ich spiele das Ganze ruhig an. Und ich werde hier gleich dann eine Riesenforelle fangen, dann auch teuer. Aber dann dafür habe ich halt die größte Forelle im See. Ich habe eine sehr, sehr lange Montage, Haken liegt am Grund, also spezielle Angelei. Das sind wirklich dann die klügsten Forellen. Weil hier in dem Angelteich, wir haben gerade gefragt,
die Fische überwintern hier drin und die ganz klugen, die überleben hier drin. Und die funktionieren dann natürlich nicht aufs Grün oder sowas, sondern die werden hier den speziell präsentierten Naturköder nehmen. Auf jeden Fall, Colin, die da drüben, die ziehen uns richtig ab. Ich habe gerade schon so einen Unterentwurf nach drüben gemacht. Ich glaube aber nicht, dass es am Spot liegt, weil Fische werden überall. Okay. Aber die fangen so richtig große, die fangen gezielt die großen. Ich weiß nicht, die sind vielleicht arm nach dem Tag, wenn man einen Kilopreis bezahlt, aber... Sie wirken so, als wenn sie nicht auskennen. Haben wir gleich angereiht. Das ist aber kein Kompliment. Du gehst einfach kurz ein bisschen jetzt vorbei, du guckst genau, was sie machen, kommst dann her, also bist jetzt unser Agent. Ja. Und dann werden wir das... ich nehme in der Zeit mal eine Spende mit. Nee, das ist okay. Ich muss ja da drüben lokalisieren, ob sie auf meinen Köder auch weiß, das ist gar nicht schön. Warte, wir wollen ja einen Fehler. Das ist meine Route. Aber ich habe ja schon am meisten die gestützt und so gemacht. Aber es ist ja einfach ein Köder-Battle, wo. Wenn ich halt eine Naturköder-Route mit. Genau, einen anderen Köder drauf. So Leute, während Felix weg ist, habe ich einen geheimen Köder, den ich vorher vor Wittus versteckt. Das ist ein Schwammköder, darf eigentlich mit Wittus fischen. Dran gemacht. Dann kommt die nächste Wetterforellenbox. Den habe ich schon mal bei mir daheim. Ein Tüchengewässer getestet und der hat da schon abgeräumt. Das heißt, hier muss der 10er so kurz abräumen. Das ist mein erster Hof, jetzt mache ich mal einen zweiten. Ich kann kurz erkennen. Leute, wir haben den geheimen Köder drauf gemacht und die geht richtig ab, Alter. Alter, die geht richtig ab. Felix ist gerade noch unterwegs und guckt, was die anderen angeln. Dieser Köder aus der Wetterforellenbox, der sieht einfach gottlos. Alter, zieht auf die Bremse rein. Das ist ein richtig großer Fisch. Das ist ein richtig großer Fisch. Alter, zieht ihn euch rein. Okay, ich brauche Kescher für mich. Alter, das ist echt. Auch Kescher, schnell. Rein. Jawoll. Köder ist schon ab. Ist auch perfekt. Das verdiene ich mal nicht. Aber echt ein richtig schöner Fisch. Meister, ich habe nachgeschaut. Die angeln Spinne oder Spoon? Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwas glitzerndes, gelbes, orangenes. Sah ein bisschen aus wie der Spoon, den ich hatte, mit dem ich ja jetzt hier auch schon eine gefangen habe in dem großen Teich. Das ist ja echt nicht so einfach, wie die gedacht. Aber vielleicht werde ich auch mal auf Spinne wechseln. Mal schauen. Alter, hier ist alles voll. Sind viele. Wir machen gleichzeitig rein, oder? Mal schauen, okay. Was sie eher fressen. Ja, rein. Einfach reindroppen. Oh, da warst du noch. Da warst du noch der erste Fisch. Ich bin jetzt noch eliminiert, weil meine Mane so langsam sinkt. Ja, ich bin von unten. Oh, ich hab einen. Jawohl. Oh, schöner Seitling, Alter. Kescher! Oh. Nein, er ist ab. Jawohl, er ist ab. Scheiße. So wollte ich das. Aber alle anderen sind mit Dreck. Sehr gut, du hast den ganzen Spot einfach mit Fisch 1 schon kaputt gemacht. Nee, die kommen wieder. Den habe ich hier halt alle an dem Einlauf. Deswegen macht es gar keinen Sinn auszuwerfen. Ja, ich sag's, wie es ist, ich sehe ja meinen Köder. So richtig beißfreundig sind die auf jeden Fall nicht. Nee, Alter, aber der kleine Junge, der hat gerade einfach ein bisschen Spinne. Oh, hier Spinne, aber ich hab Spinne. Oh, jetzt glaube ich, habe ich einen. Jawohl. Oh, jawohl, ja. Nein. Ah, ja, ärgerlich. Verloren. Und die Bienenmaden geklaut. Ja, ich hole mir schnell neue Bienenmaden. Du probierst es mit Zeit. Ja, ich hole mir schnell neue Bienenmaden. Ja, probier. Ich hole noch schnell neue Bienenmaden. Kescher, Kescher, Kescher. Alter, sehr schön, Digga. Sehr gut gemacht, Felix. Sehr wow. Gut. Oh, der ist wirklich. Wow. Der ist ja wunderbar. Alter, okay. Jawohl. Geil. Sehr, sehr gut gemacht. So, hier ist jetzt ein Leibling. Der sieht echt krass aus, Alter. Besonders bei dem Baum an. Feuerorange. Man könnte denken, er ist natürlich, aber er ist aus der Zucht. Aber sehr geil, es hat funktioniert. Der krasseste Fisch des Tages. Er stand hier den ganzen Tag und hat gehasselt. Ich kann gar nicht wissen. Alter, zieht doch den Fisch rein. Du darfst ihn nicht verlieren. Das ist so, ich stehe den ganzen Tag. Ich bin kaputt von so einem kleinen Fisch. Ich denke, was war der ganze Zeit? Big Fish Angler. Er fühlt sich nicht wie mich, das ist echt hart. Die Route ist gut gekommen. Der ist echt irgendwie. Riesen, mach's. Jawoll. Jawoll, bitte. Yes. Alter, okay, Freunde. Ich habe jetzt so einen ganzen Tag noch nicht wirklich viel gefangen. Eigentlich gar nichts. Aber das ist jetzt hier ein schöner Fisch zum Abschluss. Wirklich. Den werden wir uns heute Abend richtig schön schmecken lassen. Hab ich Bock drauf? Leute, das war doch wie erwartet erfolgreich. Ja. Aber wie unerwartet. Habe ich gemerkt, es macht auch trotzdem noch Spaß. Boah. Und ich sag mal, Forellenteich an sich ist schon eine kritische Sache. Auf jeden Fall, Fische werden eingeschmissen, um rauszufangen.
kann man auf jeden Fall kritisch sehen. Auf der anderen Seite kenne ich hier ganz, ganz viele Angeln von den Bayern. Das ist ja ein Problem. Jeder Fisch wird entnommen. Und dann hat man es doch lieber, also angelegt Angelteichen, statt an wirklich einem Ökosystem, einem Biotopengewässer. Was dann lieber natürlich bewirtschaftet wird. Und hier hat man dann irgendwie angelegt, den Fisch nach Hause bringen wollen. Das ist doch alles okay, oder? Ja. Was hat am besten gefangen? Boah. Als Naturköder, also auf die kleinen Fische am besten funktioniert. Ja. Ein komischer Satz, aber ja. Auf die großen tatsächlich war er nicht so gut mit der Pose. Ja. Da hast du jetzt am Ende natürlich den größten gefangen. Felix, du hast auch gut abgefangen zwischendurch, weil du einfach viel Angst, viel Strecke machst, weil du angegangen bist. Ja. Aber es war ziemlich separiert. Also am besten nehmt einfach alles mit zum Wasser. Das ist perfekt. Ja, auf dem Video nehmt alles mit. Ansonsten ist das Video jetzt nicht zu Ende, denn jemand freut sich jetzt ganz, ganz toll, dass wir gleich noch jetzt in seine Küche gehen. Meine Wohnung, meine Küche wird jetzt verschmutzt. Jedes Mal und jedes Mal ist der Satz, wie nee, ich schwöre dir, wir die Küche bleibt sauber. Wir ein entspanntes Ketchup Cook bei mir daheim. Und die sagt's, wir werden lecker. Diese Riesenforelle von Mythos jetzt alle zusammen schön zubereiten. Das passiert genau jetzt. So, Freunde, guckt euch doch mal die geile Seeforelle an. Diese dürft mal richtig, richtig lecker aus. Danke, Vittus. Für das Darlein der Küche. Ich werde mir jetzt mal die Freiheit nehmen, das erste schöne Stück hinteres Rückenfilet zu ziehen. Und jetzt erstmal probieren, wie es schmeckt. Du darfst gucken. Er hat eh kein Hitzegefühl, also. Und, was sagst du? Vielleicht ein bisschen raus für dich. Also, dieser Fisch, der schmeckt nach Fischgewürze und ist vom Geschmack top. Gut, ihr habt alle gehört, genauso ist es oder anders, Artikulation egal. Hoffe, euch hat das Video gefallen, ansonsten gibt es hier noch zwei andere Videos zu gucken. Denkt daran, Better Forellenbox, jetzt im Winter, Forellenangelteil, macht echt Bock. Heute haben wir auch gesehen, es gibt dort Störe, Welse, also kann man auch viele verschiedene Sachen ausprobieren. Wir essen jetzt den ganzen Fisch aus, ich muss schnell sein, sonst kriege ich nichts mehr. Und dann geht ab in die Haie. Ich dachte, der Job war es. Schmeckt nach Fischgewürzen.